Gut, dann gehen wir mal durch die Tür und sehen einen Hahn und ein Pferd. Müssen wir vielleicht das Papierpferd da hinzufügen? Ja. Und erhalten den Hahn. Ein Wetterhahn ist es, okay? Aber sonst können wir hier nichts machen, ne? Nö. Es funkelt auch nirgendwo irgendwie was. Nö, dann können wir wieder zurück. Ah, dann gehört da der Wetterhahn auf dem Dach. Altes Ägypten und können wieder rumwimmeln. Sehr schön. So, erstmal die E-Karten. Da ist eine und da ist die andere. Ich wollte hier erst klicken, aber dann habe ich im richtigen Augenblick noch die E-Karte da gesehen. Okay, dann wollen wir mal. Was haben wir denn da? Eine Radnabe. Ja, da, wo das Rad ist. Loses Siegel. Da, wo das Schiff ist. Eine Katzenstatue? Vielleicht da auf dem Podest? Jawohl. Eine Gießkanne? Da, wo die Blumen sind? Jawohl. Ein Ledersattel da, wo das Kamel ist. Oder Dromedar, ja. Anubis-Zepter, da, wo die Anubis-Statue ist. Lebensedelstein, da, wo das Buch ist. Und Topfmuster mit Ankh-Symbol. Da, jawohl. Perfekt. Dann haben wir das auch. Ach ja, stimmt. Wir haben ja hier noch den großen Zauberstab. Und dürfen wieder im Maya-Dschungel wieder ein schönes Wimmelbild machen. Sehr schön. Gefällt mir. Okay, jetzt brauchen wir natürlich jetzt mal wieder die zwei E-Karten. Eine sehe ich schon direkt. Und die zweite ist schräg gegenüber. Ein Ziegelstück. Da. Ein Wanderstiefel. Da, wo die Fußspuren sind? Tatsache. Vorschlaghammer zum Steinebrechen. Hier vielleicht? Jo. Schwarze Federn. Beim Vogel? Ah ja, beziehungsweise bei der Krähe, die vorher nackt war. Okay. Ein türkiser Augenstein. Da, wo das Schild ist, jawohl. Eier. Da, wo das Nest ist, jawohl. Eine winzige Geige. Oh Gott. Nee, der Gorilla will es diesmal nicht haben. Klettener Affe, nee. Kaiserspecht. Zwillingsschmetterling. Braunes Nagetier. Ah, musikalisches Eichhörnchen da vielleicht. Okay. Ein verrosteter Schlüssel. Da bei der Tour, jawohl. Und noch ein Uhrenfragment. Fantastisch. Ah ja, der Apparat, der blinkt jetzt wieder. Das heißt, wir haben alle Fragmente erhalten. Ich bin ein nachtaktives Tier. Ich esse nur Gemüse und ich überrage jeden Menschen. Okay, Moment. Ich bin ein nachtaktives Tier. Auf jeden Fall die Eule. Oh Gott, was könnte denn noch nachtaktiv sein? Eine Maus ist, glaube ich, auch nachtaktiv. Und ich glaube auch ein Waschbär. Da bin ich mir jetzt aber nicht so sicher. Ich esse nur Gemüse. Ja, das ist ja nicht so schwer. Ein Kaninchen, die Ziege und natürlich die Kuh. So, ich überrage jeden Menschen. Ja, der Bär. Das Krokodil. Und natürlich der Elch. Oh, das war sogar alles richtig. Cool. Und wir erhalten ein Spielzeugpferd. Jawohl. Oder ein Holzpferd, ja, wie auch immer. So, das heißt, wir können das doch hier im... Oder können wir das da einfügen? Ah ja, okay. Die zeitlose Uhr summt sanft vor sich hin. Die Luft um mich herum fühlt sich langsam anders an. Okay.
Oh Gott, das heißt, wir haben noch vier große, tolle Abenteuer noch vor uns. Das gefällt mir. Ah ja, und das Bild ist wieder, ja, in dem Sinne repariert. Die kleine Clarence hat sein Spielzeugpferd bekommen. Mir ist es gelungen, die Zeit zurückzudrehen. Also haben wir das schon mal erfolgreich geschafft. Ah ja, okay. Wir erhalten erstmal umsonst wieder eine E-Karte. Wenn du den Turm emporsteigst, wirst du einen Blick auf mein Leben erhaschen können. Ich muss dir etwas Wichtiges mitteilen. Unsere Wege haben sich zu einem früheren Zeitpunkt bereits einmal gekreuzt. Aha, okay. Im nächsten Stockwerk werde ich dir mehr erzählen. Dein Clarence Flat. Danke für die Information. Okay. Ah, da, okay. Da fehlt wieder der Schlüssel. Ja, das müssen wir, glaube ich, ein paar Mal noch machen. Ja. Und wieder ein Ladevorgang. Wenn das zu lange dauert, dann kann ich das auch wegschneiden. Also, daran soll es nicht scheitern. Ja, das ging noch. Und wir sind jetzt im dritten Geschoss. Alles klar. Ja, ich warte erstmal kurz, bis die Einblendung da weg ist. Dann klicken wir erstmal den Apparat wieder an und klicken die Uhr an. After the war, I was stationed near a small quiet town in France. For many nights now, I've noticed a beautiful young lady strolling by this area. I can't tell if what I feel in my heart is infatuation or love at first sight. One day, she left a pearl necklace by the bridge. However, by the time I got there, the jewelry was gone. If only I could find this necklace, I could get a chance to see her. Mhm, okay. Mehr sagst du nicht, okay. Gut. hier fehlt irgendwie eine Halskette. Dieses Porträt wurde von der Zeitverzerrung verbrannt. Ich sehe eine Stelle, an die eine Halskette passen würde. Jo, okay. Ach, hier sind zwei Tauben, die ich jetzt weggescheucht habe. Okay, machen wir erstmal das Wimmelbild. Arabischer Palast. Hm, bin ich mal gespannt, wie es aussieht. Oh, ja, sehr schön. Aber auch wieder ein bisschen dunkel. Das heißt, die E-Karten werden eventuell ein bisschen fies sein zu finden. Obwohl, nö. Ich habe beide schon gefunden. Gut. Ein gebundenes Märchenbuch. Da, wo die anderen Bücher sind. Jawohl. Ein Vasenmuster. Das war nicht schwer. Gardinenschnur. Jawohl. Ohrring mit einem Edelstein, da wo der andere Ohrring ist. Jawohl, ein Streichholz. Da wo die Laterne ist. Jawohl. Ein bisschen Licht bitte. Ein duftendes Parfüm. Da wo die anderen Parfümfläschchen sind. Jawohl. Becken eines arabischen Tambourins. Da vielleicht? Jawohl. Und ein rubinroter Schlüssel zur Schatzkiste. Hier vielleicht? Jawohl, super. Und erhalten wieder ein Uhrenfragment. Okay. Gut, dann machen wir erstmal das Rätsel, würde ich mal sagen. Löse das interaktive Rätsel und aktiviere den mechanischen Fisch. Okay. Okay. Also, ach so, wir müssen jetzt hier die Zahnräder hinzufügen. Verstehe ich das richtig? Ja. Die leuchten jetzt auf. Und jetzt bewege ich mal das Steuerrad. Ey, cool gemacht. So. Jetzt muss ich das Bild wahrscheinlich richtig zuordnen. Da fehlt doch eine Kachel. Oder nicht?
Doch, an sich fehlt hier eine Kachel. Ach, die ist hier versteckt. Aber wir haben es noch geschafft. Sehr gut. Okay, jetzt können wir da auch hin. Alles klar. Okay, da ist irgendwie ein Emblem. Russen-Emblem für Teller, okay. Wenn ich ein Ruder hätte, könnte ich das Boot nehmen. Können wir sonst hier irgendwie was mitnehmen? Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, ich mache noch die zwei Wimmelbilder und dann verabschiede ich mich erstmal für heute. Die Rache der Königin, mache ich das erstmal. Okay, das heißt natürlich mit anderen Worten, wir müssen natürlich erstmal wieder zwei E-Karten wiederfinden, standardmäßig, wie bei jedem Wimmelbild. Oh Gott, da ist eine und wo noch? Ah, da unten eine Schatzkiste. Piratenflagge, ja, da wo die Flagge ist. Ein Pinsel, da beim Leinbild, genau. Kabinenschlüssel. Da. Ein roter Dartpfeil, da wo die Dartscheibe ist, genau. Ein Ersatzteil des Steuerrads. Ja, jetzt muss ich natürlich das Rad erstmal finden. Ach da. Mäusedegen. Da oben ist eine Maus. Jawohl. Jetzt kannst du dich wehren vor der Echse. Wegbeschreibung zum versunkenen Schatz. Bei der Karte vielleicht? Jawohl. Und Piratenumhang. Okay, dann haben wir das schon mal. Noch ein Uhrenfragment erhalten. Vielen Dank. Und wir machen direkt das nächste. Und reisen wieder in die verbotene Stadt. Und danach reicht das erstmal für heute. Für die erste Aufnahme. So, da haben wir eine E-Karte und die zweite ist wo? Da oben. Ein scharfkantiger Stein. Ja, das war klar irgendwie, dass ich die Vase oder den Topf da zerstören kann. Eine Schere? Vielleicht, ja, den Lappen durchschneiden, jawohl. Glücksmünzen. Glücksumschlag, ja. Yang-Emblem. Und wo ist das Yin-Emblem? Das ist da. Ein Speer? Da vielleicht? Nee. Oder die Statue. Ah, ein Terrakotta-Soldat ist das. Erinnert mich irgendwie an den zweiten Teil von Shaolin Mystery. Die Rache der Terrakotta-Krieger. War auch eine sehr schöne Wimmelbild-Spielreihe. Kann ich euch nur empfehlen. Ich habe beide Shaolin Mystery Teile für euch Let's Played. Ein Blick darauf werfen lohnt sich auf jeden Fall. Ein königliches Schwert. Das kommt jetzt aber da oben hin, oder? Ja. Rote Blumen in der Wasser. Ist sogar mit Wasser. Und ein Jadestück. Da, wo die anderen Stückteile sind. Und erhalten wieder ein Ohrenfragment. Vielen Dank. Okay, das reicht aber erstmal für die erste Aufnahme, weil das Spiel geht auch nicht mal allzu lange. Wir sind ja schon fast durch. Wir haben ja schon fast die Hälfte des Abenteuers ja schon hinter uns wieder. Und ja, ich hoffe, euch hat der erste Eindruck gefallen von Atlantinus 2, der ewige Turm. Und wir sehen uns natürlich bald uns wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit, einen schönen Tag und genießt die Freizeit, auch wenn es noch ein bisschen schwierig ist mit dem Coronavirus, aber wir müssen alle da durch. Ich wünsche euch trotzdem noch schöne Tage. Man sieht sich. Bis bald. Tschüssi.